Willkommen jetzt zum Thema Hypnose. Ja, das Wort Hypnose kommt von Hypnos, dem griechischen Gott des Schlafs. Historiker glauben, dass die Hypnose schon vor langer Zeit in Griechenland, Ägypten und Indien eingesetzt wurde, um Menschen in einen entspannten, tranceartigen Zustand zu versetzen. Untersuchungen zeigen, dass einer von fünf Menschen in der Lage ist, durch Hypnose in einen tiefen, schlafähnlichen Zustand versetzt zu werden, indem er sich vom Hypnotiseur stark beeinflussen lässt. Bei manchen Menschen führt die Hypnose zu tiefer Entspannung und sogar einer Art Trance. Manche Menschen sind aber auch durch Hypnose nicht beeinflussbar. Bewusstseinsänderungen können daraus entstehen. Warst du je bei einer Sport- oder anderen Veranstaltung von klatschenden, jubelnden Menschen umgeben und hast dich richtig high, also richtig gut gefühlt, richtig toll? Das ist eine Art veränderter Bewusstseinszustand. Menschengruppen können enorme Energie erzeugen. In manchen Religionen verfallen die Gläubigen in Gruppentrance, also einer richtigen Gemeinschaft, etwas enger, und reichen als Zeichen ihres Glaubens Schlangen. Ja, das sind Religionssachen dann. Die Hypnose, also Schlange herum, und so weiter. Ihre Angst, sie wollen damit ihre Angst beherrschen. Also ist nicht immer falsch, Schlangen da drum herumzugeben, giftige, um ihre Angst zu beherrschen. Es gibt auch andere Wege. Viele Menschen glauben, dass Trancezustände Krankheiten heilen können. Afrikanische Stammeskrieger versetzen sich in Trance, um mit Kriegsgeistern Kontakt aufzunehmen und Botschaften aus dem Jenseits zu empfangen. Wenn ihr schon mal Star Trek Voyager geschaut habt, der erste, die Nummer 1, der geht ja mal mit seinen Indianerfreunden in Kontakt. Ist nur ein Beispiel. Auch Schamanen südamerikanischer Indianerstämme heilen Krankheiten so. Die Hypnosetherapie selber. In der modernen Gesellschaft stehen viele Menschen unter starkem Stress. Das kann zu Krankheiten führen, aber viele Betroffene haben durch Hypnose gelernt, sich zu entspannen und so ihre Probleme bewältigen zu können. Die Hypnosetherapie ist heute eine weltweit praktizierte Behandlungsmethode. Angeblich hat sie schon Leiden wie Krebs, Depressionen, Phobien und Süchte geheilt. Bei Krebs würde ich eher nicht die Hand ins Feuer legen. Ich kenne mich da ein bisschen aus. Wenn Krebs einmal da ist, ist er da. Wenn man nicht schnell genug handelt, ist man ganz schnell weg. Während der Hypnose kann der Hypnotherapeut positive Ideen ins Unterbewusstsein des Patienten einspeisen, etwa das Rauchen aufzugeben. Die Kontrolle selber, man geht mittlerweile davon aus, dass man selbst unter Hypnose nichts tut, was man nicht wirklich will. Jedenfalls nichts, gegen das man schwere Bedenken hat. Bühnenhypnotiseure überreden allerdings Hypnotisierte dazu, auf der Bühne Dinge zu tun, die sie im normalen Leben nicht tun würden. Etwa auch rohe Zwiebeln essen. Zwiebeln esse ich schon mal, aber nicht roh. Eher Knoblauch. Regression. Viele Kulturen und Religionen glauben, dass wir mehr als nur ein Leben haben. Das würde manchmal unverständliche Ängste erklären. Jemand, der in einem früheren Leben ertrunken ist, hat später etwa Angst vor Wasser. Regressionstherapeuten führen ihre Patienten unter Hypnose in einen früheren Punkt ihres Lebens oder in ein vergangenes Leben zurück, um den Ursprung ihrer Probleme aufzuspüren und besser damit umzugehen. Ja, das müsste ich auch mal machen. Dann würde ich mal wissen, ob ich vorher ein Hase, ein Hund oder eine Katze war.
So, die Relaxierung. Bei einer Relaxierungssitzung vergewissert sich der Hypnotherapeut zuerst, dass der Patient sich in seiner Umgebung wohlfühlt. Dann versetzt er den Patienten mit Hilfe von bildlichen Vorstellungen und Suggestion, oh Gott, allmählich in einen Bewusstseinszustand der tieferen Entspannung. Der Patient nimmt zwar Vorgänge um ihn herum wahr, ist aber so entspannt, dass er sich nicht mehr von ihnen ablenken lässt. Das war zum Thema Hypnose. Ja, dann sage ich nochmal viel Spaß und tschüss.